Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dispatcher. Und ja, wir machen uns hier jetzt einfach auf den Weg, nachdem wir doch in der letzten Runde sehr defensiv vorgegangen sind. Und mal schauen, kommen wir hier außen rum. Ja, Tatsache. So, alles klar, in der letzten Runde konnten wir das ein oder andere Mal konnten wir das Vieh sehen, konnten ihm ausweichen, beziehungsweise uns in Deckung bringen. Ob das noch so oft klappt, weiß ich nicht. Oh, scheiße, er ist schon wieder so nah. Und wir haben keine Batterie mehr. Oh mein Gott, ich sehe gerade gar nichts. Ja, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem. Ich sehe nämlich mal wirklich absolut gar nichts. Ihr, euch wird es nicht anders gehen. Boah, jetzt kriegen wir schon wieder eingewischt. Ja, können wir nicht darin unsere Taschenlampe aufladen? Das wäre nicht schlecht, aber scheint geht's nicht. So. Eine Punktzahl wird da oben angezeigt. Im Menü, und wir können noch einige Dinge aufsammeln, die wir bisher noch nicht haben. Wir gehen jetzt gerade im Blindflug. Boah, alter Schwede, ey. Was war das denn jetzt schon wieder? Ey, das Spiel macht mich fertig, Freunde. Ganz ehrlich. Ey, das Spiel macht mich total fertig. So, komm, Restart. Komm, noch ein Versuch. Ey, wird ja womöglich sein, dass wir hier weiterkommen als 5 Minuten Gameplay. So, Difficulty stelle ich jetzt mal einfach auf easy. Ja, also normalerweise spiele ich alle meine Spiele auf schwer, manchmal auch auf mittel, aber so, Infection machen wir mal rein, weil da machen, glaube ich, auch die Tabletten Sinn. Ja, wir tasten uns ran. So. Okay, das kennen wir schon. Also, Freunde. So, was hat das hier unten? Was kann man damit machen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, Freunde, lasst es mich wissen. LMB, immer noch. Was kann ich mit LMB machen? Keine Ahnung. So. Also hier gibt es nicht nur Gefahren durch dieses Alien-Monster, sondern auch... Aha. So. Gut, wir müssen es wahrscheinlich nur sammeln. Nicht nur durch das Alien-Monster, sondern wahrscheinlich... auch, was heißt nicht wahrscheinlich, ja, wir haben es gesehen, sondern auch durch Sprengstoffe etc., die hier rumliegen. So, seht ihr, jetzt ist Infektion, ist jetzt an, finde ich auch gut. Dadurch hat man einen gewissen Zeitdruck im Spiel, ja, jetzt seht ihr oben die Biohazard-Anzeige, geht jetzt langsam runter. Okay, wir haben schon gut was gesammelt, aber immer noch viel zu wenig. Und ich frage mich immer noch, wie sollen wir bestehen? Ja, also, wie willst du vor diesem Vieh bestehen können? Ja, wie soll das gehen? Kann sich nur in Deckung bringen. Jetzt ist es hier gerade ruhig. Oder liegt das daran, dass wir den Schwierigkeitsgrad runtergeschraubt haben? Kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. Bin natürlich auch ein bisschen froh drum, gerade hier auch mal mir ein bisschen was anschauen zu können von diesem Raumschiff. Und unsere erste Batterie ist gleich leer. Das geht ratzfatz hier. So. Und die Batterie ist leer. Komm. Na, komm schon. So. Hier geht's nicht weiter. Haben wir hier irgendwo was? Würde mir aber auch angezeigt werden, wenn hier was wäre. Also hier geht es nicht weiter. Freunde, wir tasten uns ran. Und er scheint zu kommen. Ne, das war der Eiermann. Der ist hier bei uns draußen zu Hause vor der Tür. Wenn ihr den jetzt hört, nicht wundern, Freunde, ist nicht im Spiel. Hier kommt kein Eiermann ins Spiel und bringt uns was zu essen. Nein, nein. Ist bei mir. Hat mich ja gerade trotzdem erschrocken. Egal. So, hier rein. Okay. So,
So, hier sind wir wohl mehr oder weniger sicher. Hier nicht. Alles klar. Stellen wir mal auf. Ich frage mich, warum ich ihn jetzt gerade gar nicht mehr höre. Okay. Ja, zum Einstieg gar nicht so verkehrt. Machen die Tür mal wieder ordentlich zu. Nicht, dass er noch angelockt wird dadurch. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Energie. So. Und dahin ist diese eklige grüne Masse. Ist aber eine andere Stelle. Ist nicht dahinter diese Bombe, wo wir draufgelaufen sind? Ist sie nicht da? Ich meine schon, sieht zumindest so aus. So. Hier sind Treppen, hier kommen wir nicht hoch. Puh. Also wir sollten uns auch mal eine Tablette einschmeißen, sehe ich gerade. Sehr gut. Ach, das sind dann die Stellen, wo wir einen Stromschlag kriegen, der aber keine Auswirkung hat. Nur die, dass wir uns nicht bewegen können. Was natürlich, wenn wir gerade verfolgt werden, dramatisch wäre. Ist ja wahrscheinlich für den Fall, dass wir weglaufen. So. Batterien. Sehr geil. Immer mitnehmen. Batterien sind gut. Batterien müssen wir haben. So, auch mitnehmen. Okay. Transaction können wir auch irgendwann machen. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht. Ah, schau mal. Ich höre ihn. Konnten wir auch gerade mal rausgucken. So, in Sicherheit. Gut, Freunde, hier waren wir auch schon mal. Also, Zeit mal eben zu schauen. Die können wir aber, damit können wir aber, meine ich, nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir, vielleicht müssen wir nur die drei Elemente aufsammeln. Ich will mal eben schauen. Controls. Telekinesis. Ja, wahrscheinlich. Also ich vermute, dass wir unten in der Anzeige, also neben den Tabletten und neben den Batterien, die anderen drei Geräte nur aufsammeln müssen. Und dann irgendwo anbringen. Wahrscheinlich dann mit der linken Maustaste. Oder auch nicht. Ich glaube, der kommt. Er kommt. Freunde. Es war hier auch schon mal ruhiger. Oder gibt es hier auch verschiedene Stockwerke? Habe ich bisher noch keinen Auf- oder Abgang gesehen. Insofern, es hört sich immer so an. Ist aber über uns wäre, aber ist auf der gleichen Ebene und er ist sehr nah. Hier nochmal kurz um. Putzmittel. Ja, nichts Besonderes. Wenn wir rausleuchten. Vielleicht lockt es ihn ja an. Wäre nicht schlecht, dann würden wir ihn einmal sehen. Wir würden sehen, in welche Richtung er abhaut und könnten dann entsprechend in die andere gehen. Ja, guter Plan, ne? So, bringt aber nichts. Fuck. Wollte hier gerade rausgehen. Weiß er nicht. Och, die geht aber auch, ey. Als ob die 10 Kilo Gewichte an den Beinen hätte. Mein Gott. Ich glaube, als nächsten Charakter nehme ich den, der am leisesten ist, weil ich glaube, mit Geschwindigkeit kannst du hier ähnlich viel machen. Obwohl, wir haben es ja bisher noch nicht großartig probiert, ja. Also, es kann ja sein. So. Dass man doch weglaufen kann. Schauen wir nochmal kurz raus. Antennen, das Weltall, okay. So, Batterie muss wieder aufgeladen werden. So, hier waren wir, meine ich, schon drin. Ja, schon mehrfach.
Zelle müssen. Ach, das ist gar nicht das Vieh. Das ist, wenn... Je nachdem, wie stark der Verseuchungsstatus ist, hören wir Stimmen. So, jetzt kann er im Prinzip kommen. Tut er aber nicht. Weil wir hier flüchten können. War da hinten was? Okay. So, rein. Kommt da. Er ist bestimmt gleich hier vor uns. Und dann greift er rein und frisst uns in einem Zug. Ich glaube, er ist nicht hier. Oder? Er scheint nicht hier zu sein. Boah, in welche Richtung soll man gehen? Warum höre ich das immer so fies, wenn ich hier rausgehe? So, komm, Freunde, wir müssen weiter. Da ist eine Bombe, definitiv. So, hier ist ein Ausgang, Eingang, was auch immer. Aber hier können wir nichts machen. Können wir doch was machen. Okay, wir sind schon mal einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben schon mal eine Tür geöffnet, wo wir bisher nicht weitergegangen sind. Also sind wir jetzt hier in einem neuen Bereich. In einem anderen Bereich. Oder waren wir hier doch schon mal? Ich weiß gar nicht. Boah, Batterie schon wieder leer. Scheiße. Da unten liegt irgendwas. Hier ist so eine Art Lagerhaus, Lagerraum oder sowas. Wir müssen so vorsichtig mit den Batterien sein, Freunde. Das ist hier die stärkste Waffe, wie ich das bisher sehe, weil ohne Licht geht gar nichts. Und dass wir hier nur begrenzt Licht haben, ist natürlich eine Frechheit. So. Da kommen wir nicht hin. Okay. So, nehmen wir das hier nochmal mit. Oh, scheiße. Warum habe ich das Gefühl, dass wir diese Runde hier nicht überleben werden? Oh, komm. Was ist da unten? So eine Art Maschinenraum? Ist das hier ein Hammer? Jetzt können wir hier nicht herkrabbeln. Boah, es ist sehr nah. Mal hier in die Ecke wieder. Ach, jetzt weiß ich auch, wofür wir das benutzt haben. Unten. Der fünfte Slot. Das war jetzt der Türöffner. Ah. Die anderen beiden Elemente sehen aus wie Schaltschränke. Da müssen wir mal schauen. Freunde, wir sind schon mal ein großes Stück weitergekommen. Schmeißen mal eine Pille ein. Und machen dann voller Gesundheit in der nächsten Runde weiter. Ich freue mich auf die nächste Runde. Und hoffe, dass ihr am Start bleibt. Freunde, wir sehen uns. Bis dahin.